Warum Alpha-Strahlung gefährlich für uns ist, zeigt der folgende Versuch. Im Versuch nutzen wir ein radioaktives Americium-241-Präparat. Americium-241 ist ein Alpha-Strahler. Beim Zerfall entstehen also Heliumkerne. Mit der Alpha-Strahlung bestrahlen wir eine auf dem Elektroskop positionierte Metallkugel. Zunächst laden wir das Elektroskop auf, egal ob positiv oder negativ. Dazu nutzen wir hier einfach einen Plexiglasstab, den wir an einem Kunstfell reiben und anschließend die Ladungen auf dem Elektroskop abstreichen. Wir sehen einen Ausschlag am Elektroskop. Während sich das Elektroskop einpendelt, setzen wir das Americiumpräparat in die Halterung ein und bringen das Präparat in die Nähe der Metallkugel. Nun beobachten wir den Ausschlag des Elektroskops. Wir sehen, wie der Ausschlag des Elektroskops langsam abnimmt. Das Elektroskop entlädt sich also. Dies passiert, weil die Alpha-Strahlung viele Teilchen der Luft in der Nähe der geladenen Metallkugel ionisiert. Durch die ionisierten Luftteilchen kann die Ladung vom Elektroskop abfließen, egal ob positiv oder negativ. Der Ausschlag des Elektroskops nimmt ab. Diese starke Ionisationsfähigkeit auf kleinem Raum macht die Alpha-Strahlung für uns auch so gefährlich. Alpha-Strahlung kann viele Zellen auf kleinem Raum schädigen. Nun halten wir ein einfaches Blatt Papier zwischen den Strahler und die Kugel. Wir beobachten, dass der Ausschlag des Elektroskops nicht weiter zurückgeht. Die Alpha-Strahlung wird also durch das Papier abgeschirmt und die Luft um die Kugel wird nicht mehr ionisiert. Nehmen wir die Abschirmung wieder weg, so setzt sich die Entladung des Elektroskops fort, bis das Elektroskop vollständig entladen ist. Zusammengefasst, Alpha-Strahlung ionisiert in einem kleinen Bereich sehr stark, was Alpha-Strahlung besonders gefährlich macht. Alpha-Strahlung kann aber schon durch ein Blatt Papier abgeschirmt werden und hat auch sonst in Luft nur eine geringe Reichweite von höchstens 10 cm. Mehr zum Thema, weitere Erklärungen und Aufgaben gibt es wie immer auf lifephysik.de. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.